Und ich sage es auch deshalb, weil wir, knüpfe ich auch ans Referat von Rico Gebhardt bewusst an, wir werden, ob wir wollen oder nicht, mit unseren Konzepten scheitern, wenn es uns nicht gelingt, potenzielle Partner für unsere Position zu gewinnen und von mir aus auch deren Position, selbst wenn es uns manchmal schwerfällt, zu übernehmen. Für mich ist es deshalb wichtig, dass wir die Diskussion über diesen Entwurf der Leitlinien gemeinsam führen mit Gewerkschaften, mit Wohlfahrtsverbänden, Sozialverbänden, mit sozialen Netzwerken, die sich aller Orten Gott sei Dank gebildet haben, und auch mit Kirchen, von mir aus auch gerade mit Kirchen. Und wir haben ganz bewusst den Begriff Kirchen auch in den Leitlinien drin, obwohl es manchen nicht geschmeckt hat, wie ich erfahren habe. Denn es ist auch hier eine Kraft. Es ist doch völlig egal, auf welchen Wege wir etwas für die Menschen, für deren Verbesserung tun. Von mir aus als Marxisten, von mir aus auch als Vertreter einer christlichen Kirche. Das muss deutlich sein. In erster Linie geht es um das Ziel, was wir anstreben, und die Wege können dann durchaus unterschiedlich sein. Insofern wünsche ich mir, dass wir in den kommenden Monaten, so wie wir es bei der Erarbeitung versucht haben, die Leitlinien prüfen, sie auch von mir aus verändern und damit zu einem Ergebnis kommen, wo wir dann sagen können, wir haben ein wichtiges und tragfähiges Dokument entwickelt, haben es gemeinsam erstritten, haben lang und breit darüber diskutiert und dann, das viel wichtiger ist, gehen wir dann an die Arbeit und versuchen, das dann umzusetzen.